Gerade Pony war echt eine Scheißidee. Ich komme damit echt nicht klar. Ich finde, ich sehe immer aus wie so ein Muck hier vorne. Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder einen Tag geben. Und zwar hat die liebe Annika von Annis Bücher Lounge mich mal wieder getaggt. Und zwar für den Social Media Book Tag. Und darum soll es heute gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Dieser Tag hat auch nur knackige 7 Fragen und bezieht sich auf die jeweiligen Social Media Kanäle, die es ja so gibt. Also Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, keine Ahnung, was es da nicht noch so alles gibt. Und ich würde sagen, starten wir mal mit dem Tag. Frage Nummer 1, Twitter. Welches ist dein liebstes kurzes Buch? Ich habe mich hier für Hashtag Folge deinem Herzen von Jacqueline Fellgut entschieden. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Jackie-Fan geworden in 2016, also im letzten Jahr. Und ich liebe einfach ihre Geschichten, die sie schreibt. Und Hashtag Folge deinem Herzen war für mich ein rundum perfektes Buch. Eine ganz, ganz tolle Story mit viel Herz und auch ein bisschen Drama und auch viel Witz und Charme auf jeden Fall. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und I like it. Ja, es ist mein liebstes kurzes Buch. Frage Nummer 2, Facebook. Ein Buch, bei dem alle gesagt haben, dass du es lesen sollst. Ich habe mich hier für dieses Buch entschieden. Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ich habe dieses Buch gelesen, auch gerade wegen diesem Hype, der um dieses Buch entstanden ist. Und alle haben gesagt, das ist so ein tolles Buch und ist so gut und ist so toll. Und ja, ich muss sagen, ich fand den ersten Teil wirklich ganz gut. Der zweite hat mir noch ein bisschen besser gefallen und im dritten Teil hat das dann alles so Wendungen angenommen, wo ich mir gesagt habe, nope, das ist irgendwie nicht mehr so meins. Das Fiese ist, ich möchte es jetzt eigentlich gerne weiterlesen, weil ich jetzt im Endeffekt wissen will, wie es mit Selena und den ganzen anderen Charakteren ausgeht. Aber im Prinzip nervt es mich. Mich hat es im dritten Teil auch schon genervt, diese ganzen Nebenstränge, die da noch aufgetaucht sind und diesen ganzen anderen Charaktere, die man dann noch liest, was mich persönlich eigentlich gar nicht interessiert, was aber für die Story natürlich wichtig ist. Aber ja, ich bin hier echt im Zwiespalt, soll ich es weiterlesen oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat damals gefühlt jeder gesagt, dass das ein ganz, ganz tolles Buch ist und dass man das lesen soll und es ist so gut und toll und wow. Deswegen habe ich mich hier für Throne of Glass entschieden. Wie gesagt, ich fand den ersten Teil gut, der zweite ein bisschen besser und ab dem dritten war es dann nicht mehr so meins. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich es weiterlese. Ich entscheide das, glaube ich, dann so spontan. Ja, so viel dazu. Frage Nummer 3, Tumblr. Ein Buch, das du gelesen hast, bevor es gehypt wurde. Ich habe mich jetzt hier mal für dieses Buch entschieden. Dark Elements, Steinerne Schwingen von Jennifer Armentrout. Das ist ja jetzt die neue Auflage vom HarperCollins Verlag. Es war ja schon mal 2014 erschienen in der Auflage vom Dark Kiss Verlag, die auch zu HarperCollins gehört. Aber es gab ja auf jeden Fall früher schon mal eine alte Auflage, die ist extrem hässlich. Ich kann euch ja hier das Cover nochmal einblenden. Dieses Buch habe ich auf jeden Fall inzwischen auch nicht mehr. Das habe ich wieder abgegeben. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch 2014 schon gelesen. Ende 2014. Und da war ja um dieses Buch noch nicht so ein Hype, wie es inzwischen ist. Und deswegen habe ich mich hier für Dark Elements entschieden. Und es ist eine ganz, ganz tolle Reihe und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. I like it! Und es reflektiert wie Sau, mein Gott. Frage Nummer 4, MySpace. Ein Buch, bei dem du nicht mehr weißt, ob es dir gefallen hat. Also so richtig habe ich da kein Buch, weil ich, wenn mir ein Buch nicht gefällt, es gleich wieder aussortiere und es dann komplett aus meinem Gedächtnis quasi lösche, damit das keinen Speicherplatz mehr in meinem Kopf einnimmt. Deswegen habe ich hier nicht wirklich ein Buch. Ich habe mich jetzt hier mal entschieden für Daughter of Smoke and Bones von Lainey Taylor. Ich weiß, dass ich dieses Buch beim Lesen ganz, ganz gut fand. Ich weiß aber, je mehr Abstand ich zu dem Buch bekommen habe und je weiter ich weg von dem Lesen war, umso unsicherer bin ich mir auch geworden, ob ich denn das weiterlesen möchte. Weil ich, weißt du noch, es war eine ganz coole Geschichte mit einem coolen Ansatz, aber es hat mich jetzt halt nicht so umgehauen, dass ich sage, ja, es ist so toll, ich muss es unbedingt weiterlesen. Deswegen wäre das so vielleicht das einzige Buch, was so ein bisschen bei der Frage passen würde. Wie gesagt, alles andere wird bei mir immer sofort aussortiert und ich weiß noch, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also so schlimm ist es bei mir noch nicht. Deswegen kann ich mich dann nur so ansatzweise für dieses Buch entscheiden, weil ich da halt wirklich nicht mehr so das Gefühl habe, wie es mir beim Lesen ging, sondern eher nur noch so rückblickend betrachtet, so, es war ganz gut, aber doch nicht so hundertprozentig, dass ich jetzt unbedingt weiterlesen muss. Frage Nummer 5, Instagram. Ein Buch, das du so hübsch fandest, dass du es auf Instagram posten musstest. Ich habe mich hier entschieden für Pandora, wovon träumst du, von Eva Siegmund. Ich kann euch auch das Bild, was ich auf Instagram gepostet habe, dazu hier mal einblenden. Ich finde dieses Cover einfach wunderschön, auch wenn es ja nicht wirklich zur Geschichte passen soll. Ich bin auf dieses Buch auf jeden Fall schon gespannt, denn ich habe es noch nicht gelesen.
Ich werde es, weil ich weiß nicht, wann ich dazu komme, es zu lesen. Ich weiß, dass jemand mir auch kommentiert hat, dass es mit mir lesen möchte unter meinem Silvester-Tag. Ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden, wenn es soweit ist, dieses Buch zu lesen. Ich schwör's, ich weiß nur noch nicht, wann ich dazu komme, weil ich muss eigentlich erstmal hier meinen angefangenen Bücherstapel noch vom Januar lesen und ich komme im Moment zu nichts. Ah, es nervt mich so. Ich will so viel machen und lesen und tun und ich komme zu nichts. Verdammt, Hacke. Warum muss man auch 8 Stunden am Tag arbeiten gehen? Die Zeit könnte man viel, viel besser nutzen. Aber naja, gut. Ich glaube, da geht es uns ja allen ähnlich. Frage Nummer 6, YouTube. Ein Buch, von dem du dir wünschst, dass es verfilmt wird. Und ich habe es damals schon in irgendeinem Tag hochgehalten bei der Frage und ich halte es jetzt wieder hoch. Es war Die Nachtsonne von Laura Newman, Flucht ins Feuerland. Ich finde, das ist immer noch eine perfekte Geschichte, um sie filmerisch, wie man das dann auch immer nennen mag, umzusetzen. Es ist ja eine Dystopie mit so einem bisschen Science-Fiction-Fantasy-Element und ja, ich liebe diese Reihe unheimlich, finde die ganz, ganz toll und hier würde ich mir echt wünschen, dass man die verfilmen würde. Es würde auch technisch, glaube ich, gar nicht so kompliziert werden, bis auf ein paar Special Effects diese Reihe zu verfilmen. Deswegen, ich fände es cool, auch wenn es wahrscheinlich nie passieren wird, aber I like it und hier würde ich mich echt freuen, wenn diese Reihe verfilmt werden würde. Und ich freue mich jetzt schon auf die neuen Cover, die Nachtsonne bekommt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die Bücher nochmal kaufen sollte, weil die neuen Cover einfach richtig cool sind. Ich mag auch die Cover total, aber ich stimme da Laura zu. Die neuen Cover passen einfach unheimlich gut zur Geschichte und zur Story und werten das Ganze auch nochmal auf. Deswegen kauft man sich ein Buch, weil es neue Cover hat, nochmal. Ich weiß es nicht. Aber ich finde sie so toll und die haben nun auch schon so ein bisschen gelitten, die Bücher. Und eigentlich kann man das ja als Grund sehen, sich das Ganze nochmal zu kaufen, oder? Ja, ich überlege mir das auf jeden Fall mal und ja, auf jeden Fall würde ich mir hier wünschen, dass diese Reihe verfilmt werden würde. Damit wären wir dann auch schon bei der letzten und siebten Frage. Goodreads, ein Buch, das du jedem empfehlen würdest. Hier habe ich echt eine Weile überlegt, was man nehmen könnte, weil jeder ist für mich, jede Altersklasse und mit allem drum und dran, da fiel mir jetzt nicht auf Anhieb schnell was ein. Ich habe mich dann aber im Endeffekt für dieses Buch hier entschieden. Untot, lauf solange du noch kannst von Kirsty MacKay. Es ist eine Zombie-Jugendgeschichte. Sie ist nicht eklig. Es kommen Zombies hier drin vor, aber es ist jetzt nicht eklig, dass man irgendwie liest, was da genau mit Menschen, die umgebracht werden, gemacht werden. Also das ist es nicht. Es ist ja definitiv eine Jugendgeschichte. Und die ist so witzig und die hat so viel Charme, diese Geschichte. Deswegen würde ich die hier auf jeden Fall jedem empfehlen, in jedem Alter. Es ist ein guter Genre-Mix mit allem drum und dran und ja, ich mag diese Geschichte total und ich hoffe wirklich, dass irgendwann mal ein dritter Teil von Kirsty MacKay geschrieben wird, dass die Geschichte dann vielleicht auch ein Ende findet, denn das Ende vom zweiten Teil war schon mega fies. Und man möchte eigentlich auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht mit Bobby und Smitty und Alice und den ganzen anderen Charakteren, deswegen ja, hoffe ich, dass Kirsty MacKay hier irgendwann eine Fortsetzung schreiben wird, aber dieses Buch kann ich guten Gewissens jedem empfehlen. Es ist witzig, es ist, wie gesagt, ganz, ganz toll von der ganzen Art und Weise her, wie die Geschichte auch erzählt wird und I like it und ich kann es euch da wirklich nur empfehlen. Das war mein Social Media Book Tag. Wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr die Bücher? Seid ihr da gleicher Meinung wie ich oder würdet ihr sagen, boah, nee, das geht gar nicht? Oder hättet ihr gesagt, na, hier hätte ich ein anderes Buch empfohlen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, interessiert mich sehr. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!